zwei Jahre Bundesliga in Deutschland. Spielerischer Aufschwung, riesige Zuschauermengen, dramatische Spiele, Skandale und doch zu guter Letzt ein Happy End. Die Fußballzentren in Süd und West mussten sich der nachdrängenden Konkurrenz aus Nord und Südwest erwehren. Hertha BSC Berlin lieferte einen handfesten Skandal, der dem Verein die Bundesliga kostete. Mit Hertha zitterten aber auch noch andere Sünder wegen Verstoßes gegen das Statut, das dringend einer gründlichen Revision bedarf. Besonders schwer war die Bundesliga natürlich für die Neulinge Hannover und Neunkirchen. Doch beide hielten sich ausgezeichnet. Deutschlands Erfolgstrainer Helmut Kronzbein hat für den sensationellen 5. Tabellenplatz seines Clubs Hannover 96 folgende Erklärung. Wenn man einmal mit einer Mannschaft eine deutsche Meisterschaft gemacht hat, ist es beim Wiederkommen leichter. Und ich habe hier festgestellt, dass Präsidium, Mannschaft und Trainer eine Gemeinschaft bilden. Und das ist die Grundlage auch für den heutigen Erfolg. Herr Kronzbein, alle Trainer wollen das Beste. Was stellen Sie in den Vordergrund Ihrer Arbeit? Zunächst mal die Gemeinschaftsarbeit, eine gute Kameradschaft. Wir Trainer, glaube ich, wissen alle, was Kondition bedeutet, was Technik ist, was Taktik ist. Aber ich glaube, jeder wird gesehen haben, dass gerade unsere Gemeinschaft in diesem Jahr Großes vollbracht hat. Und ich bin davon überzeugt, auch für die Zukunft Großes bringen wird. Der andere Neuling, Borussia Neunkirchen, nahm dem Hamburger Sportverein alle 4 Punkte ab und landete im Mittelfeld der Tabelle. Der schussgewaltige Elmar May ist relativ zufrieden. Wir haben die Bundesliga geschafft mit einer Regionalliga-Mannschaft und konnten leider keine neuen Spieler mehr hinzukaufen. Unser schwerstes Spiel war zu Hause gegen Schalke 04. Ausgerechnet Schalke, mit 7 deutschen Meisterschaften hinter Nürnberg erfolgreichster deutscher Club, wurde Tabellenletzter. Ein schwerer Schlag für die ruhmreichen Knappen aus dem Kohlenpott, denn der Abstieg schien unvermeidbar. Nationalspieler Willi Schulz nennt die Gründe für die schwachen Leistungen. Ja, die Gründe liegen an und für sich schon mehrere Jahre zurück. Der Hauptgrund ist, dass wahl- und planlos eingekauft worden ist. Früher lobte man einmal bei Schalke 04 das Kreiselspiel. Das ist ja nun ganz anders geworden. Bedauert das nicht die Mannschaft selbst am meisten? Ohne Zweifel, wir würden auch lieber heute noch das Kreiselspiel so wie früher forcieren. Aber erstmals hat sich das System geändert, es wird schneller und härter gespielt. Und zum anderen haben wir auch nicht die idealen Spielertypen dazu, wie es vor 30 und 40 Jahren war.
Der Bundestag des Deutschen Fußballbundes entschied mit großer Mehrheit, gewissermaßen 12:05, dass Schalke ebenso wie der Karlsruher Sportclub in der Bundesliga verbleiben sollte. Damit sind also nach wie vor diese beiden Fußballhochburgen in der obersten deutschen Spielklasse, von denen die Stadt Karlsruhe ja schon vor 55 Jahren einmal den deutschen Meister stellte. Trotz aller Sorgen hat sich die Mannschaft des KSC laut Spielführer Riem nie aufgegeben. Ja, das stimmt. Und zwar hat unsere Stadt Karlsruhe in diesem Jahr ihren 250. Geburtstag. Und es ist uns Spielern eine hohe Verpflichtung, gerade bei diesem Jubiläum diese Krise erfolgreich zu überwinden. Der Karlsruher Sportclub ist also tatsächlich nicht untergegangen. Große Sorgen hatte bis zur letzten Spielminute der erste FC Kaiserslautern, der in der Nachkriegszeit Fußballgeschichte machte. Deutschlands berühmtester Fußballer Fritz Walter erzählt von der großen Vergangenheit und dem Lied der Roten Teufel vom Betzenberg. Ein eigentliches Vereinslied besitzt der erste FC Kaiserslautern nicht. Zu unserer Zeit wurde das Walterlied geboren, das wir immer mit großer Begeisterung gesungen haben, vor allen Dingen nach den erfreulichen Erfolgen 51 und 53 in der deutschen Meisterschaft. Und es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Nun, Fritz, Sie sind kein Hofsänger, aber vielleicht können Sie wenigstens den Text einmal andeuten, den Text vom Refrain. Der Refrain lautet: Abstoß vom Tor, Fahrer am Ball, gemeint ist Werner Liebrich. Gibt ihn schön vor, Achtung, jetzt gibt's einen Knall. Denn die Bas, die hat's schon spitz, gibt zum Ottmar, der zum Fritz. Und kein Gegner weiß wohin, denn der Fritz jongliert und springt, dass der Jubel hell erklingt, ein Schuss, ein Schrei und Tor. Leider gehören diese Zeiten der Vergangenheit an, Sie haben aber Ihr Herz für Ihren Verein bewahrt. Und glauben Sie, dass es noch einmal die alten stolzen Zeiten für den ersten FC Kaiserslautern geben wird? Ich wünsche Sie jedenfalls dem ersten FC Kaiserslautern, das heißt meinem oder unserem FC Kaiserslautern. Die Ära nach Kaiserslautern bestimmte weitgehend die Frankfurter Eintracht, die 1960 als erster deutscher Verein das Europafinale der Landesmeister erreichte. Spielführer Hermann Höfer erinnert sich noch gut an den Tag von Glasgow. Das war gegen Real Madrid und wir verloren unglücklicherweise 7:3, ich kann das ruhig heute sagen. Viele Ihre Zuhörer werden dieses Spiel ja wohl gesehen haben und werden wahrscheinlich mit mir einer Meinung darüber sein. Aber diesen stolzen Tag wollen wir alle so schnell nicht vergessen. Nun hat die Eintracht in dieser Saison eigenartigerweise so etwas wie einen Heimkomplex gehabt. Auswärts ist die Bilanz viel besser. Wie kommt das? Die Vergangenheit gibt uns recht, wenn wir sagen, wir sprechen von einem Heimkomplex. Aber meiner Ansicht nach liegt es darin begründet, dass wir und alle Mannschaften, wenn sie auswärts spielen, eine besondere Defensivtaktik an den Tag bringen und an den Tag legen. Und hiermit sind mehr oder weniger vielfach die Erfolge unserer Mannschaft zu erklären. Ja, so muss Fußball sein. Da
Ähnlich wie der Frankfurter Eintracht erging es in diesem Jahr auch noch Deutschlands Paradeklub, dem Hamburger Sportverein. Auch hier ging der Platz Nimbus verloren. Wie schätzt Uwe Seeler die Unterstützung der Mannschaft durch das Publikum ein? Ich muss sagen, das ist an und für sich nicht nur mir alleine, sondern ich glaube, einer ganzen Mannschaft unwahrscheinlich viel Auftrieb geben kann. Und eventuell, gerade wenn es schlecht um die Mannschaft steht, kann es sogar mitentscheidend sein für den Ausgang des Spieles. Wie ist es denn jetzt in diesen Monaten, wo Uwe Seeler nicht spielen kann? Verfolgt er mit geringerem Interesse die Ergebnisse seines Vereins? Na, also ich glaube, das kann man bestimmt nicht sagen. Eher noch mehr, als wenn man selbst dabei ist, weil man praktisch um jeden Punkt zittert. Nicht, weil vielleicht die Mannschaft schwächer ist, aber es ist doch so, wenn man selbst nichts dran tun kann, dann hofft man und wünscht man, dass die Mannschaft gewinnt und nach Möglichkeit beide Punkte mit nach Hause bringt. Von Ihren vielen Spielen, die Sie gemacht haben, war welche Erinnerung besonders schön? Naja, auf jeden Fall an und für sich die erste Weltmeisterschaft, die ich mitmachen durfte in Schweden. Und die Spiele natürlich und dann natürlich auch, als ich mit dem Hamburger Sportverein 1960 Deutscher Meister wurde. Auch der VfB Stuttgart überzeugte ähnlich wie der HSV mehr durch seine Abwehr als durch Stürmerleistungen. Konnte man von Ihrem Verein nicht bessere Leistungen erwarten, Klaus Sieloff? Mag sein. Es ist vielleicht, weil wir diese Saison das Abstiegsgespenst zu lange im Nacken haben. Und was glaubt man in Stuttgart? Worauf sind die Schwächen zurückzuführen? Mehr auf die Abwehr oder mehr auf den Angriff? Man ist im Allgemeinen mit der Abwehr zufrieden. Daraus lässt sich schließen, dass es doch an den Stürmern liegt. Und wird es bei Stuttgart in der nächsten Saison vielleicht ein paar neue Stürmer geben? Ja, ich glaube. Das Abwehrspiel bis zur Vollendung demonstriert der Meidericher Spielverein mit seinem umstrittenen Riegelsystem, das sogar in den eigenen Reihen manch harter Kritik ausgesetzt ist. Hierzu Torhüter Manglitz. Ja, wir mussten es wohl spielen, weil wir doch nicht das Spielermaterial hatten, um in einer offensiven Feldschlacht zu gewinnen. Manfred Manglitz, ist es angenehmer für einen Tormann bei einer Defensivmannschaft zu spielen oder bei einer offensiv angreifenden Mannschaft?
Ich persönlich halte es mit Yashin, der selbst gesagt hat, dass bei einem offensiven System der Torwart doch größere Chancen hat, die Schüsse zu halten, wie bei einem defensiven System, wo er seinen Strafraum so verrammelt vorfindet, dass oft die Bälle abgefälscht werden und dann einen ganz komischen Weg ins Tor nehmen. Zebrastreifen weiß und blau, Zebrastreifen weiß und blau, ein jeder weiß genau, das ist der MSV. Zebrastreifen weiß und blau, Zebrastreifen weiß und blau, ein jeder weiß genau, das ist der MSV. Wo Meidrich liegt, wo Meidrich liegt, ist überall bekannt. Wo mancher große Macht besiegt, wo mancher feste Rand. Zebrastreifen weiß und blau, Zebrastreifen weiß und blau, ein jeder weiß genau, das ist der MSV. Wo alle Mann mit Helm und Kran, sie kämpfen, greifen an. Und abgewehrt und wieder vor, dann käme fast vom Tor. Wo mancher festgerannt. Zebrastreifen weiß und blau, Zebrastreifen weiß und blau, ein jeder weiß genau, das ist der MSV. Meiderich erreichte mit seinem System im Vorjahr den zweiten Platz und war auch diesmal in der oberen Tabellenhälfte. Dafür hatte man Scherereien mit dem Bundesgericht des Deutschen Fußballbundes wegen angeblich überhöhter Zahlungen an Spieler. War der Verstoß gegen das Statut bei Meiderich strittig, so war er bei Hertha eindeutig. Berlin ohne Bundesligaverein? Hanne Sobeck, Berlins bekanntester Fußballspieler aller Zeiten, stellt dazu resigniert fest: Der härteste Schlag für einen Fußballverein ist natürlich, wenn man am grünen Tisch aus der obersten deutschen Spielklasse eliminiert wird. Wir standen immer im Mittelpunkt des deutschen Sportgeschehens und deswegen ist das umso trauriger. Aber wir dürfen nicht dieser Traurigkeit nachhängen. Es wird eines Tages auch ein Berliner Verein wieder in der obersten deutschen Spielklasse spielen, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Berlin bei seinem Sportinteresse, dass Berlin mit dem großen Sportanhang, mit dem herrlichen Olympiastadion nicht fußballerisch ganz oben vertreten ist. H.O.G. Hertha BSC. Oh!
Nun, Hannes Sobeks Hoffnung ging früher als erwartet in Erfüllung. Zwar muss Hertha die Bundesliga verlassen, aber dafür rückt mit Tasmania ein anderer Berliner Verein nach. Große Sorgen hatte auch Eintracht Braunschweig, bis es endlich hieß, Ende gut, alles gut. Torwart Jecker ist der ruhende Pol seiner Mannschaft. Sie haben 9 Jahre lang das Eintracht-Trikot getragen und wie oft für diesen Verein gespielt? Ja, gerade etwas über 400 Mal. Mhm. Ihr Verein hatte in dieser Saison einmal große Sorgen. 2 Monate lang glückte kein Punktgewinn. Dann war es genau umgekehrt und Sie wurden lange Wochen nicht geschlagen. Wie ist sowas möglich? Das ist nun mal so im Sport, dass nicht jedes gute Spiel auch gleichzeitig mit dem notwendigen Punkt belohnt wird, der gern dabei rausspringen soll. Andererseits ist es so gewesen, dass wir gut gespielt haben und im Vertrauen auf diese guten Spiele wussten, dass dieses Pech, das uns an den Fersen und an den Fußballschiefen klebte, eines Tages mal zu Ende gehen würde. Wir haben also niemals verzweifelt und sind uns stets treu geblieben. Wir haben weiter gearbeitet, wir haben die Nerven nicht verloren und haben vor allen Dingen einen guten Geist bewiesen. Begeistert uns.